Herzlich willkommen zu diesem Slidecast. In diesem Slidecast stellen wir Ihnen das Elaboration Likelihood Modell vor. Sie lernen in diesem Slidecast die Grundannahmen eines der bekanntesten Modelle zur Informationsverarbeitung des Elaboration Likelihood Modells kennen. In diesem Zuge stellen wir Ihnen insbesondere den Prozessablauf der Informationsverarbeitung entsprechend des Modells vor. Darüber hinaus verdeutlichen wir anhand eines Beispiels, wie sich Einstellungen aufgrund der Informationsverarbeitung entsprechend des Elaboration Likelihood Modells bilden bzw. verändern lassen. Zudem wird aufgezeigt, in welchen Zusammenhängen das Elaboration Likelihood Modell heute Anwendung findet. Im Jahre 1986 entwickelten die beiden Wissenschaftler Petty und Cacioppo ein Modell, das beschreibt, wie Informationen verarbeitet werden und so Einstellungen formen. Im Rahmen einer Meta-Analyse zahlreicher Studien zur Einstellungsbildung und Veränderung stellten die beiden Wissenschaftler fest, dass es grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten der Informationsverarbeitung geben muss. Entweder die Informationen werden über eine zentrale oder eine periphere Route verarbeitet. Unter dem unten eingeblendeten QR-Code finden Sie einen Auszug aus dem Originaltext. Das Elaboration Likelihood Modell wird entsprechend als duales Prozessmodell bezeichnet, da es in seiner Grundannahme von zwei Arten der Verarbeitung, also der Elaboration einer Information ausgeht. Es beschreibt, wie sich die Einstellung einer Person zu einem bestimmten Thema ändern kann oder eben nicht, wenn diese Person eine neue Information zu diesem bestimmten Thema empfängt. Die Information kann dabei laut des Elaboration Likelihood Modells zum einen über die sogenannte zentrale oder zum anderen über eine sogenannte periphere Route verarbeitet werden. Was genau das bedeutet, zeigen wir Ihnen nun anhand der Prozessdarstellung. Man wird also zunächst mit einer Information konfrontiert. Nun stellen sich zwei Fragen. Erstens, habe ich die Motivation, diese Information zu verarbeiten? Und zweitens, habe ich die Fähigkeit, diese Information zu verarbeiten? Beantworte ich eine der beiden Fragen mit Nein, so fehlt mir entweder die Motivation oder die Fähigkeit, mich mit der Information weiter zu beschäftigen. Und es kommt zu einer heuristischen Verarbeitung. Als heuristisch bezeichnet man in der Psychologie Vorgehen zur Urteilsbildung und Problemlösung basierend auf Denkstrategien, die durch ihre Einfachheit effizient, also schnell, aber oft auch fehleranfälliger als Algorithmen sind. Zur heuristischen Verarbeitung der Information orientiere ich mich an und suche nach eher oberflächlichen, sogenannten peripheren Hinweisreizen. Das können beispielsweise Merkmale des Senders, wie dessen Attraktivität, die vermutete Kompetenz oder die Bekanntheit sein, oder aber auch Merkmale der Information an sich, wie zum Beispiel die Länge der Kommunikation. Die Information wird auf der peripheren Route verarbeitet. Was bedeutet das für die Einstellungsänderung? Gibt es keine peripheren Hinweisreize oder sind diese negativ, beispielsweise eine geringe Glaubwürdigkeit des Senders, dann wird die ursprüngliche Einstellung beibehalten. Gibt es positive Hinweisreize, wie beispielsweise die sympathische Art des Senders, so folgt eine periphere Einstellungsänderung. Diese ist eher instabil, was bedeutet, dass sie durch weitere Informationen schnell wieder veränderbar ist. Besitze ich sowohl die Motivation als auch die Fähigkeit, mich mit der dargebotenen Information auseinanderzusetzen, wird ein kognitiver Verarbeitungsprozess angestoßen. Dieser basiert auf einem Algorithmus, das heißt, die Verarbeitung der Information erfolgt gemäß einer systematischen, logischen Regel oder Vorgehensweise. Bei dieser kognitiven Art der Verarbeitung sind fundierte Argumente und die Qualität der Information ausschlaggebend für die Beurteilung der Information. Es kommt entsprechend zu einem relativ intensiven und kritischen Auseinandersetzen mit der Information. Die Information wird auf der zentralen Route verarbeitet. Schwache Argumente führen zu einer negativen Beurteilung der Information und die Einstellung wird daher beibehalten. Starke Argumente hingegen führen zu einer positiven Bewertung und es folgt eine zentrale und somit auch stabile Einstellungsänderung. Fällt die Beurteilung der neu hinzugewonnenen Informationen allerdings neutral aus, dann wird die zentrale Route wieder verlassen und es wird ebenfalls nach peripheren Hinweisreizen gesucht. Wir wollen diesen Informationsverarbeitungsprozess nun anhand eines Beispiels verdeutlichen. Das ist Erika. Erika liebt Shopping.
Dabei schaut sie, wie viele andere auch, vor allem auf den Preis und lässt sich von Schnäppchen und Billigware zum Kauf verführen. Sie kauft insgesamt gern günstig. An einem schönen Sonntagabend sieht sie im Fernsehen eine Reportage über die Massenproduktion und den Handel von besonders günstiger Kleidung, die Ausbeute der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den produzierenden Firmen sowie den aktuellen Trend zu vergleichsweise teurerer, aber dafür fair gehandelter Kleidung. Erika hat sowohl die Motivation als auch die Fähigkeit, sich mit diesem Thema gedanklich genauer auseinanderzusetzen. Die Informationsverarbeitung folgt entsprechend auf der zentralen Route. Bewerten tut sie die neu hinzugekommene Information positiv und sie wird von nun an auf den Ursprung von Kleidung achten und tendenziell eher fair gehandelte Kleidung oder Secondhand-Ware kaufen. Ihre Einstellung zum Kleidungskauf hat sich verändert und da sie die kognitive Verarbeitung den peripheren Hinweisreizen vorgezogen hat, ist diese Einstellungsänderung auch relativ stabil. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass Erika hin und wieder doch entgegen ihrer neuen Einstellung handelt. Etwas anders verhält es sich bei Max. Max findet Shoppen eher langweilig und es ist ihm relativ egal, was er kauft. Er geht also am liebsten gar nicht shoppen. Er schaut im Fernsehen den gleichen Bericht wie Erika und schnappt die wesentlichen Informationen auf. Aber er hat nicht die Motivation, diese Informationen kognitiv zu verarbeiten. Die Informationen werden entsprechend auf der peripheren Route verarbeitet. Max sucht also nach peripheren Hinweisreizen. Und er bemerkt, dass der Beitrag auf ARD gezeigt wurde. Da er ARD für einen seriösen und vertrauensvollen Fernsehsender hält, ändert auch er seine Meinung und versucht von nun an, wenn er denn neue Kleidung kaufen muss, tendenziell eher fair gehandelte Kleidung zu kaufen. Allerdings ist die neue Einstellung aufgrund der Informationsverarbeitung auf der peripheren Route nicht stabil verankert. So kann es durchaus sein, dass Max wieder zu seinem gewohnten Einkaufsverhalten zurückkehrt und sich wenig Gedanken macht über die Kleidung, die er kauft. Die Kenntnisse der unterschiedlichen Routen, auf denen die Informationsverarbeitung stattfindet und Einstellungen beeinflusst werden, findet in vielen Bereichen heutzutage Anwendung. Botschaften werden entsprechend entweder informativ vermittelt, um bei stark involvierten Personen eine gedankliche Auseinandersetzung und anschließende Einstellungsänderung hervorzurufen, oder aber emotional, um zumindest temporär die Einstellung und damit auch das Verhalten von Personen zu beeinflussen. In der Werbung werden also beispielsweise die Produkte auf unterschiedliche Weise beworben. Auch im Gesundheitswesen nutzt man diese Strategie, um Personen beispielsweise davon zu überzeugen, das Rauchen aufzugeben. Stehen Veränderungen im Unternehmen an, sind Individuen oft geneigt, diesen kritisch gegenüberzustehen. Hier hilft ebenfalls eine entsprechende Vermittlung von Botschaften. Und auch Medien und Politik beachten in ihrer Kommunikation die Erkenntnisse und Implikationen des Elaboration-Likelihood-Modells. Damit kommen wir zum Ende unseres Slidecasts, in dem Sie gelernt haben, was das Elaboration Likelihood Modell ist, wie Informationen im Rahmen dieses Modells verarbeitet werden, nämlich auf der zentralen oder der peripheren Route, wie neu hinzugewonnene Informationen auf bereits bestehende Einstellungen wirken und in welchen Kontexten das Modell heute noch Anwendung findet.